Nun ist das Abkommen zwischen dem Land und der Mehrheit der Gewerkschaften zur Einführung des Generationenvertrages besiegelt worden. Die Übereinkunft ist in Bozen von Arbeitslandesrat Roberto Bitzo und den Gewerkschaftsvertretern unterzeichnet worden. Einzige Ausnahme die Krankenpflegegewerkschaft Nursing Up, die sich aber eine Unterschrift in den kommenden Tagen vorbehält. Der Generationenvertrag betrifft nicht nur das Personal der Landesverwaltung, sondern auch der Gemeinden, der Bezirksgemeinschaften, der Altersheime, des Südtiroler Sanitätsbetriebes, des Wohnbauinstitutes, der Kurverwaltungen von Bozen und Meran und das Lehrpersonal an den Schulen. Konkret sieht der Generationenvertrag vor, dass öffentlich Bedienstete vor ihrer Pensionierung in Arbeitsteilzeit, der Vertrag sieht eine Reduzierung der Arbeitszeit zwischen 25% und 50% vor, gehen können. Die eingesparten Kosten werden in einen Fonds gelegt, der ausschließlich für die Einstellung von unter 35-Jährigen auf Jobsuche oder anderen besonders schützenswerten Gruppen Beschäftigungsloser genutzt werden kann. Dieser Generationenpakt gibt einerseits den Bediensteten, die schon vor der Pension stehen, maximal 3 Jahre die Möglichkeit, eben Teilzeit zu arbeiten, und gleichzeitig werden aber die Sozialabgaben für die Pension auf Vollzeit bezahlt und gibt eben die Möglichkeit, dass junge Arbeitslose können in die Verwaltung aufgenommen werden, und somit haben wir praktisch zwei Fliegen mit einem Schlag getroffen, weil wir einerseits jenen entgegenkommen, die aussteigen möchten und keinen Nachteil haben, außer dass sie etwas weniger Gehalt beziehen, aber die Sozialabgaben für die Rente voll einbezahlt werden, und andererseits Jugendlichen eine Möglichkeit geben, eine Arbeit in der Verwaltung anzutreten. Das unterzeichnete Abkommen ist ein Zusatz zum bereichsübergreifenden Kollektivvertrag. Der besiegelte Vertrag ist ein Rahmenabkommen, dessen konkrete Umsetzung auf den verschiedenen Ebenen und in den unterschiedlichen Bereichen noch gesondert diskutiert wird. Wir hoffen, dass die Gewerkschaften jetzt unterschreiben, und dann müssen wir eine kleine Gesetzesvorlage in den Landtag bringen, um eben die Möglichkeit zu schaffen, dass Stellen für diese arbeitslosen Jugendlichen bei den Ausschreibungen vorbehalten werden, und danach kann das starten. Mit diesem Vertrag verfolgen wir mehrere Ziele. Zum einen soll er den Generationenwechsel im öffentlichen Dienst erleichtern, zum anderen neue Jobmöglichkeiten für junge Arbeitnehmer schaffen, was gerade in Zeiten der Krise auch ein wichtiges Signal ist. So Arbeitslandesrat Bitzo. Ziel bleibt natürlich, den Generationenvertrag auch in der Privatwirtschaft zu etablieren. Es ist aber wichtig, dass das Land eine Vorreiterrolle einnimmt.